Action! Hallo Leute! Ich bin heute in Berlin auf dem Alexanderplatz mit zwei lieben Kolleginnen. Hallo! Steffi! Hallo Leute! Von Lerner Deutsch, ja? Ihr kennt Steffi schon. Und Anja von Learn German with Anja! Yay! Und heute in diesem Video erzählen wir euch ein bisschen über die Geschenke, die die Deutschen an Weihnachten schenken. Genau! Und was man überhaupt auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kann. Los geht's! Wir sind hier bei der Knusperhütte und Anja hat ein kleines Geschenk gekauft. Schaut mal, das ist ein Lebkuchenherz. Wenn man jemanden liebt, kann man dem das schenken. Ich liebe dich. Was auch sehr nützlich ist, ist das Verb beschenken, nicht wahr? Stimmt. Also wir sagen nicht nur Geschenke geben, sondern Anja kann jemanden beschenken. Genau. Übrigens, Leute, die Wörter mit dem Präfix B sind immer mit Akkusativ. Bekommen, beschenken plus Akkusativ. Auf dem Weihnachtsmarkt trinken wir normalerweise den Glühwein aus den Pfandgläsern. Und was denkst du, Steffi, kann man die Pfandgläser auch schenken? Man kann die bestimmt auch verschenken, aber ist das ein bisschen doof? Ja. 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 Die sind aber cool. Manche Weihnachtsmärkte haben so besondere Gläser, zum Beispiel, oder Becher. Zum Beispiel dieses Glas hier ist ganz cool, weil man hier Berlin sieht. Ganz genau. Also jeder Weihnachtsmarkt hat seine eigene Tasse, sein eigenes Glas. Nein, nicht wirklich. Nee? Mm-mm. Das ist das Ding. Manche Becher sind... Hallo Anja! Manche Becher sind ganz Standard, weißt ja, du? Ja. So überall gleich. Aber wenn es etwas Besonderes gibt, dann würde ich das sogar mitnehmen. Ja, es gibt tatsächlich einige besondere. Ich war mal in Dresden auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist ein ganz, ganz alter Weihnachtsmarkt. Und die haben auch wunderschöne Tassen. Es gibt auch Personen, die das sammeln. Die behalten dann das. Die bringen die Tasse nicht zurück, kriegen kein Geld wieder, aber haben dafür die Tasse oder verschenken sie. Eigentlich ist es auch eine süße Idee. Das ist ganz cool. Vor allem für die Leute, die schon sowieso alles haben und wo man nicht weiß, was man schenken soll, dann wäre es ganz cool. Ich war dann mal in Nürnberg und habe an dich gedacht und habe für dich den Becher mitgebracht. Das ersetzt dann sozusagen das normale Souvenir. Ne? Genau. Ja, schön. Also und Leute. Noch eine Geschenkidee für euch. Wir machen jetzt Geschenke. Also hier ist ein Stand mit vielen T-Shirts. Das ist nicht so typisch für den Weihnachtsmarkt. Aber die Mützen, ich bin gar nicht damit, aber die Mützen oder Handschuhe oder Schals, das ist ganz typisch für den Weihnachtsmarkt. Und das kaufen auch viele Leute, oder? Komm mal her, Mädels. Habt ihr schon mal Mützen und Schals auf dem Weihnachtsmarkt gekauft? Ja, die da. Die Weihnachtsmütze. Weihnachtsmütze oder Handschuhe. Mhm. Es gibt auch so eine Stirnarmbänder. Nein, sorry. Stirnbänder. Stirnarmbänder. Hier, das ist ein Stirnband. Super genau. Zum Joggen. Und das Wort Handschuh ist auch witzig, weil die Hand ist das und der Schuh ist das. Sorry. Und wir tragen die Handschuhe an der Hand. Ist cool, oder? Ja, wir ziehen die Schuhe an die Hände. Schuhe für die Hände. Schuhe für die Hände. Und da sagt mal jemand, Deutsch ist nicht cool, Leute. Ja, also auf dem Weihnachtsmarkt gibt es wirklich sehr viele Optionen. Wir gehen weiter und zeigen euch noch mehr. Also wir sind jetzt bei einem Schmuckstand. Und wie Steffi gerade gesagt hat, das ist doch ein Geschenk für jeden. Also hier findet man wirklich für jeden etwas. Außer für mich. Außer für dich? Magst du keinen Schmuck? Wow. Nein? Das ist aber der Klassiker. Also wir sind hier an einem anderen Stand mit wirklich typischen Dekorationen. Das sind Weihnachtssterne. Weihnachtssterne, ja. Genau, die sind sehr schön. Kommt mal mit, wir zeigen euch mal. Die gibt es in ganz verschiedenen Farben. So. Und Größen. Oder so rot. Genau, die sind wirklich sehr, sehr schön. Die kann man entweder aufhängen zu Hause oder es gibt manchmal so Stände. Dann kann man den Stern da draufsetzen. Genau. Ihr seht, das ist ja alles in einer Lichterkette. Also diese Sterne sind beleuchtet.
Und das ist wirklich eine sehr schöne Dekoration zu Weihnachten und bringt einen wirklich in Weihnachtsstimmung. Ja, ich habe so einen Stern das ganze Jahr lang in meinem Wohnzimmer stehen. Wirklich? Ja. Da würden typisch Deutsche sagen, das bringt vielleicht Unglück. Echt? Oh. Ja. Weil Weihnachten ist nur zu Weihnachten und nicht das ganze Jahr. Aber ja. Sie kommt ja aus der Ukraine. Das mir ist okay. Bringt der Stern ganz viel Glück und ganz viel Freude. Ja, gut. Wir zeigen euch direkt noch einen anderen Stand. Das ist ein Holzstand. Und hier kann man wirklich alles Mögliche für die Küche kaufen, oder? Das ist ja. Meistens, genau. Das ist sehr typisch für Weihnachtsmärkte. Also man findet eigentlich auf jedem Weihnachtsmarkt so einen Stand. Und man findet hier wirklich schöne Sachen. Also ich kaufe hier eigentlich oft was. Kaufst du oft Geschenke bei ja, Geschenke Ständen? Oder sogar für mich selber. Ich habe gestern eine Seifenschale gekauft aus Holz. Und ich finde, das ist einfach wunderschön. Und praktisch. Und praktisch. Nicht nur schön, genau. Sondern auch praktisch. Ja, genau. Also am besten keine Geschenke kaufen, die unnötig sind. Genau. Immer etwas Nützliches kaufen. Ganz genau. Okay, Leute, ich denke, Anja kommt zu uns. Ich denke, wir sind fertig hier. Was würdest du am liebsten als Geschenk bekommen, Natalia? Ich glaube tatsächlich eine Salatschüssel aus Holz. Und du, Steffi? Ich habe mir vor kurzem selber eine Salatschüssel aus Holz gekauft. Ich finde, das ist ein wunderschönes Geschenk. Ich würde mich über alles freuen. Wirklich? Keine Ahnung. Oder ein Stern. Stern wäre auch ganz cool für mich. Und für dich, Anja? Eher ein Erlebnis. Nichts. Weil das kann ich mir selbst kaufen. Ich würde mich eher über ein Erlebnis freuen. Also, wenn eine Freundin sagt, komm Anja, wir gehen zusammen nach Mexiko oder selbst auf den Weihnachtsmarkt. Irgendwohin, da freue ich mich lieber aber drüber. Aber so bin ich eigentlich auch. Wenn ich drüber nachdenke, Sachen Erinnerungen schenken und nicht Gegenstände. Genau. Weil Gegenstände kann man sich selbst kaufen. Erinnerungen nicht. Das stimmt. Oder auch vielleicht aber nicht so einfach. Ja. Cool. Dann, Leute, ich werde Anjas und Steffis Kanal auf jeden Fall unten verlinken. Denkt daran, dieses Video zu liken und unsere Kanäle zu abonnieren. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohes Fest. Rutsch. Ciao, ciao. Bis dann.